Hallo und herzlich willkommen zurück zur Desert Standalone. Ich bin hier mit Bo ein bisschen unterwegs. Hallo. Hi. Wir sind gerade mal nicht mehr Elektro, wo die letzte Aufnahme geendet hat. Nein, wir sind jetzt von Kamenka aus direkt nordwärts gelaufen. Hat mir mal Bo empfohlen, die Route. Richtung Pavlovo. Und zwischen Kamenka und Pavlovo ist noch eine Military Base. Hier sind wir gerade. Und von da aus wollen wir dann weiter in den Norden gehen. Bo, kommst du mir entgegen, ne? Erstmal. Kommt dir entgegen Richtung Zelenogorsk und da treffen wir uns. Wir treffen uns da, genau. Ist noch ein Stück nördlich von mir aus, von ihm aus ein bisschen südlich, er war kurz vor Vibor. Und ich muss erstmal die Zombies loswerden, so damit ich hier mal Ruhe hab. Ist das bloß der Ene erstmal? Von da aus wollen wir dann nochmal zum Airfield hoch. Und dann genau, schauen wir uns mal das neue nördliche Gebiet hier an. Genau. Und mal in Airfield gucken wir uns mal an, hier den Großen, wie der sich entwickelt hat. Das haben wir zwar schon mal gesehen in der Aufnahme, aber gut, lootmäßig lohnt sich das dennoch. Ja, ihr wart doch in den ganz. Wart ihr nicht in dem, im ganzen Norden in dem? Ja, na, welchen meinst du? Ja. Na, wir gehen ja jetzt hier Stachy den, ne? Das ist doch der nördliche A4. Hello, I'm friendly. Okay, I'm friendly. Ja. Gibt der einen, der noch I'm weiter friendly. Nördlich ist? Okay. Moment mal bitte. There's a backpack in here. If you just let me get out of here. I need a backpack. Okay, there's a backpack at the end there. And there's also like M4 parts in there. Okay, a backpack on the end. Nee. Ich verstehe die immer so schlecht hier, die Leute. Was ist denn das hier für ein verrudeltes Ding? M4 Handguard MP, achso, na gut. Dann kann der Typ sich mal wenigstens um die Zombies kümmern, an die Stiefel komme ich nicht ran. Oh, hier oben ist eine M4. Sehr schön, M4. Mm. Leider ohne Muni, aber naja, gut. So geht's mir auch die ganze Zeit. Ja. Da hinten ist eine Sonnenbrille, die nehmen wir natürlich definitiv mit. So. Fühlt es sich gerade an wie im Horrorfilm. Es hat gerade geleckt und ich habe gerade eine Person neben mir stehen sehen. So im Leck, kurz aufgeflackert so quasi. Ja. Irgendwie entweder war es ein Zombie oder so. Das, ist so. Das Krankenhaus lasse ich mal rechts liegen. Und dann nehme ich noch die Militärbaracke mit und dann komme ich hoch zu dir. Dann laufe ich in den Norden. Aha. Dass wir dann von da aus weiterziehen können. Und jetzt. Da bin ich schon doof. Hunter, na gut, das. So eine 6-Slot-Hose haben wir schon an. Das brauchen wir nicht unbedingt. Warte mal, ich muss hier mal richtig rein. Dort liegt da was. Ist das ein. Ach, das ist eine Weste, wa? Ruckzuck in Zelenogorsk. Tatsache, eine Weste mit nochmal mit 8 Slots. Das ist ein Traum. Ja. Das mag ich. Das ist übelster Genuss hier. Ja. Dann machen wir da unten mal das Trinken hin. Ey, dreimal trinken, nicht einmal essen. Scheiße. So. Der Typ bin ich mal gespannt. Oder würde mich mal interessieren, ob der jetzt auf mich geschossen hat, weil. Hier ist nochmal eine M4 ohne Munition. Ob der nicht auf mich geschossen hat, weil er keine Muni hat oder ob er echt einfach friendly ist. Du musst ja dann auch bedenken, ne? Du musst dann auch so und so noch auf meinen Server dann halt, ne? Komm. Das machen wir dann, genau. Wir sind jetzt erstmal mal ganz kurz zur Zwischeninfo auf dem Server, wo relativ wenig los ist. Das ist, damit ich halt erstmal zu Boom kann. Und danach gehen wir dann auf einen etwas volleren. Ja, wie gesagt, bei mir sind ja 25. Ja, Leute, das ist ja okay so. War jetzt im Schnitt immer ganz gut besucht hier, jetzt die Tage, wo ich immer mal gespielt habe. Pumpenmuni lasse ich mal liegen, die gibt's ja eh noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hier liegt eine Pistole. Die könnte ich dann wenigstens durchladen. So. Also so schon nicht. 4? Ne, falsche Taste. 4. Wieso kann ich die nicht nachladen? Habe ich hier keine Munition? Was ist das denn dann bitte? Achso, ich will sie ja nicht splitten. Nein, ich will sie ja nicht splitten. Ich möchte sie ausleeren, verdammt. Ach, das ist Musinagant-Munition. Verdammte Axt. Jetzt habe ich zwei unterschiedliche Munition. Ich habe zwei Waffen, zwei unterschiedliche. Und zwei unterschiedliche Munitionstypen und nichts passt zueinander. Egal wie es dir kippt. Das ist doch scheiße. So, komm, dann sind wir hier fertig. Dann gehe ich zurück auf die Straße, renne nach Norden. Da kommt ja dann, wie gesagt, Pavlovo. Ja, da brauchst du aber jetzt nicht mitnehmen. Nee. Von kannst, du kannst du instant hier nach Zelenogorsk im Süden an den Baracken, da treffen wir uns. Ja. Dann mache ich kurz Cut. Cut hier an der Stelle, genau. Mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns gleich in Zelenogorsk wieder. Dann bis gleich.
So, da sind wir wieder zurück, kurz vor Zelenogorsk. Boom ist leider gestorben, er wurde hinterrücks abgeknallt, während er auf mich gewartet hat. Ist natürlich sehr ärgerlich. Was hast du gesagt, zwei Leute sind da, ne? Na, einen habe ich gesehen, auf jeden Fall. Achso, einen hast du gesehen. Wer mich jetzt halt abgeknallt hat, weiß ich nicht. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe auch nicht gesehen, wo ich ja permanent über diese scheiß Mauer geguckt habe, ja. Ist natürlich Mist, das heißt, wir rennen jetzt trotzdem einfach rein, schauen mal, ob wir vom Boom noch ein bisschen was abgrasen können. Ja, steht direkt am Ortseingangsschild hinter an vor der Mauer quasi. Das müsstest du dann sehen, wenn du auf der linke Hand an der Mauer. Linke Hand. Also Ortseingang auf der Seite, wo ich. Ja, genau, wo du reinkommst. Links gleich an der Mauer stehe ich. Oder stand ich. Na, schauen wir mal. Da hinten ist ein bisschen Military-Zeug. Kann natürlich sein, dass wir gleich abgeknallt werden, dann müssen wir halt nochmal spawnen. Ja, weil dort ja genauso Military ist halt. Das sind zwei Baracken dort. Ja, die sind. Hinter der Mauer. Müsstest du vielleicht sogar schon einen Typ sehen, der mich vielleicht sogar lootet dort. Okay. Eigentlich so gut ausgerüstet, so viel Zeug gehabt. Eine Weste mit 6 Slots, ein T-Shirt, Tactical T-Shirt mit 4 Slots noch zusätzlich. Oh, also und noch eine Jacke. Ich habe jetzt auch schon Inventarplätze, also ich muss. Und noch eine Jacke drüber, ein 35er Rucksack. Oh, so böse, ey. Und voll bis oben hin mit Essen und Trinken. Ja. Ich sollte vielleicht keine Waffe in die Hand nehmen. Ich nehme mal bewusst keine in die Hand. Erstens haben wir eh keine Muni und außerdem sehen wir da nicht so gefährlich aus. Na, ich hatte die Axt in der Hand, also ich weiß nicht, ich kann keinen Axtweitwurf machen. Okay. So, da schauen wir mal, ob wir jetzt hier nicht direkt vielleicht. Ich glaube, du wurdest geheidet, also ich sehe an der Mauer hier keinen Dings von mir. Ich weiß gar nicht, ob es hier Fliegen gibt, ob man das so hört, die Leichen. Na, oder die verschwinden genauso schnell wie Zombies vielleicht. Vielleicht despawnen die auch einfach. Das kann auch sein. Das ist natürlich möglich. So, dann gehen wir hier mal rein. Die haben unsere zwei Baracken. Ein Magazin würde ich ja gerne mal finden. Was liegt denn hier? Schon wieder eine M4. Also die gibt's wie Sand am Meer, bloß alle ohne Mager. 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 Ohne Mager. Ohne Mager. Scheiße, jetzt kommt. Ja, ich höre schon wieder hier, wie wir. Schüsse fallen und dann das Ende. Stiefel. Ja. Scheiße, ist keins. Das sind so Pants. Jetzt ja, jetzt bin ich hier Tulga oder was? Da hab ich gleich schon wieder keinen Bock mehr, ey. Ohne Witz. Ja, das gehört nochmal dazu. Das ist. Da liegt schon wieder eine M4, schon wieder ohne Munition. Ja, ich weiß. Nein, der hat doch Einzelschuss gemacht. Ja. Vielleicht hat er eine Pistole gehabt. Was ist das hier unten? Summer Hunter Pants, naja. Komm, wir saufen mal einen Schluck. Mein Typ, der flammt natürlich rum, dass er Durst hat. Tja, jetzt bist du ja natürlich nur leider doch wieder alleine. Ja. Aber ich bin noch nicht so weit weg eigentlich. Also wenn du vielleicht doch hier irgendwo spawnst, vielleicht hast du Glück und du spawnst auch Starry Sobor. Dann bist du relativ nah. Mein Hunger ist weg, ist ja komisch. Ja, aber ich bin ja hier mitten in der Pampa. Ich finde hier ja nichts jetzt gerade. So. Ach, Tulga. Ich weiß nicht, ob es hier Zombies gibt. Ja. Jetzt ist offen, meine Güte. Tulga. Ich minimiere mal ganz kurz. Warte mal, ich mache mal hier die Map nebenbei auf. Ja, Tulga, ne? Ist natürlich. Ja, dann bräuchte ich schon mehr als ein Heli. Ja. Momentan eine Teleportation oder sowas. Ja. Gut, gehen wir mal hier weiter, guck mal. Feuerlöscher, na toll. Bringt mir nichts. Nur nach Kamishobo reinrennen. Ich will eigentlich noch gar nichts trinken. In Zelenogorsk gibt es 2 Wasserpumpen, da will ich nicht meine Dosen verbrauchen. 3 gibt's da sogar. 3 sogar. Mensch. Also hier ist gar nichts. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Oder ich merke es. Das ist absoluter Wahnsinn. Was sind hier? Handschuhe, na endlich. Haben wir das Wichtigste auch geklärt. Mein Charakter sieht so bescheuert aus eigentlich. Aber naja. Ist halt zweckmäßig. Natürlich liegt ja auch eine M4. Na. Hier. Scheiße. Also das ich hatte mir nämlich mal. Entschuldigung.
Mal so überlegt, wenn man so voll ist, normalerweise müsste man irgendwie irgendwo safe hinstellen können oder sowas. Ja. Und irgendwie ein bisschen Zeug halt beiseite schaffen können oder so, das wäre halt geil irgendwann. Das ist wohl wahr, hier schon wieder eine Pistole ohne Munition. Scheiße. Ja, Musi Nagant habe ich und Revolvermunition, das bringt mir natürlich nicht so viel. Nehmen wir die einfach mal so. Hier ist noch eine Head Torch. Ich pack mal die Pistole erstmal in den Rucksack. Ich nehme das erstmal mit, falls wir uns treffen, vielleicht einfach mal haben. Ich habe ja eh noch relativ viel Platz hier. Da bist du jetzt dort, wo. Ah, und das sind keine Leute. Das... Wo sind keine Leute? Ja, bei dir jetzt. Nö. Du jetzt einfach nicht. Niemanden siehst oder hörst oder. Ja. Ich krieg nichts mit hier. Ich pack einfach mal einen Rucksack mit ein. Vielleicht, wenn du keinen findest. Wenn du einen hast, kannst du sagen, dann droppe ich ihn. Erstmal muss ich sterben. Ja, ja. Aber ich nehme erstmal hier ein bisschen was mit. So, wir kommen zurück. Wir verlassen erstmal Zelenogorsk wieder. Wir laufen Boma ein bisschen entgegen, weil der ist ja leider in der City gestorben. Und er kommt gerade aus, keine Ahnung, von Tscherno, irgendwelche, über welche Ortschaften, ja, was weiß ich. Und er läuft von irgendwelchen Hochspannungsleitungen lang. Da sind sie. Zu denen laufen wir mal und von da aus laufen wir dann zusammen auf die Ortschaft zu. Also du. Und ja. Treffen uns und dann laufen wir zusammen in den Norden. Okay. Dort ist eine einzelne Scheune, hier sind mehrere Gebäude. Ach, das ist schon Drozino, ich sehe schon Drozino. Soll ich in die Ortschaft rein oder weiter die Hochspannungsleitungen? Hochspannungsleitungen weiter lang. Okay. Lauf direkt an den Hochspannungsleitungen durch. Dann mache ich das auch. Es braut sich, glaube ich, ein Unwetter zusammen. Ja, ne? Das macht sich bemerkbar. Ja, ja, das sieht übelst geil aus, wenn man über die Wiese läuft und das Gras so hier so wackelt so extrem. Jetzt habe ich hier wieder denselben Fehler an derselben Stelle. Was? Abgeschmiert, das Spiel? Ja. Okay. Wie jetzt würde ich durch eine Wand laufen und dann bleibt er auf einmal stehen und ich kann nicht mehr im Spiel steuern hier. Den Escape drücken und nichts. Das ist ja merkwürdig. Seltsam. Ja, Zelenogorsk hätte ich euch gerne mal gezeigt. Vielleicht gehen wir da nochmal rein. Da ist halt ein Supermarkt, Haufen Gebäude natürlich. Dann so eine kleine... Alter, ich will die Stadt zeigen und bleib im Gebüsch hängen. Und Zeitungsstände, eine Kirche natürlich. Und sonst, ja, es ist eigentlich wie jede andere Ortschaft auch nur ein Stück größer. Ist jetzt nicht so der ultimative Burner. Ein bisschen Zeug haben wir eingepackt für Bohm, dass er nicht ganz so mit leeren Händen dann dasteht. Das ist aber lieb. Ja, Alter, erstmal hier über den Zaun. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt, dass ich nicht zu weit laufe. Zu weit kannst du nicht laufen, wenn du bist in Koslovka. Ja, ich muss noch mal kurz aus der Karte rauszoomen hier auch mal. Bin gerade zu weit reingezoomt. Okay, Hochspannungsleitung sagst du. Na gut, dann laufe ich den einfach mal lang. Da unten ist wie gesagt Drozino. Da gibt es sonst nichts da unten, nö. Nö, sollte nichts sein. Ja. Die Scheunen, das spawnt eh irgendwie noch nichts. In den ganzen Scheunen. Achso, da hinten der Turm Green Mountain. Den würde ich gerne mal mitnehmen, bevor wir zum Afid gehen. Da würde ich gerne ja. Green Mountain, das würde ich mir gerne mal anschauen. So die ja. Typischen Sehenswürdigkeiten in der Set jetzt in der Standalone mal abfrühstücken. Ich komme über den Zaun nicht rüber. Du? Kletter. Du, hallo, klettern? Wieso klettert mein Spieler nicht? Kaputt gespielt. Jetzt wurde ich zurück. Das ist ja komisch, jetzt wurde ich zurück. Du auch? Ich wurde an dem Zaun zurück teleportiert. Kannst du jetzt noch was steuern? Ja, ja. Jetzt kann ich überspringen. Jetzt geht's. Achso, gut, ne, dann okay. Hast du nicht den Fehler wie ich. Das war ja gerade mysteriös. Ja, das ist bei mir auch sehr mysteriös. Mal ganz kurz an der Stelle für die Leute, die mich bei Steam adden, um hinterher zu joinen. Das ist ja richtig schön, das möchte ich ja natürlich auch. Aber wenn ich in-game bin, wäre das schon sehr gut, wenn ihr mich nicht anschreiben würdet. Das wäre schon sehr nett. Weil wenn ich in-game bin, bin ich eigentlich zu 95%iger Wahrscheinlichkeit auch in der Aufnahme dann. Das ist echt ganz selten, dass ich ohne Aufnahme zocke. Jetzt ist ja ein Feldweg. Aber so. Also wie gesagt, wenn ich in-game bin, nicht unbedingt anschreiben. Mit irgendwas kann ich hinterher joinen oder können wir uns da und da treffen oder was auch immer. Das ist doof. Das ist kacke. So, da sind wir wieder zurück nach einem kurzen Cut. Der Server musste restarten und wir sind auf einem anderen mit schönerem Wetter. Ah, ist das schön. Ich
Ah, ist das schön hier mit dem Laufen. Ich mag das Laufen hier bei Desert ein bisschen. Wie wir hier gerade in Green Mountain einmarschieren mit einer Axt. Ist wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll, wenn wir jetzt auf Gegner treffen, aber na gut. Also wir schauen uns mal das Gebäude da vorne ein bisschen an. Und mein Charakter hat natürlich, wie soll es anders sein, jetzt Hunger. Natürlich. Du bist am Connecten, ne? Ja. Starten gleich mal. Das ist leer. Da hinten ist ein voller Apfel, na toll. Ein Rucksack, den keiner braucht. Handschuhe, die keiner will. Naja. Ertragreich ist das jetzt nicht. Was ist denn das? Ist das Munition? Ach ne, das ist ein Stück irgendwas. Ein Griff von... Na, komme ich natürlich nicht ran. Ach doch. Splitting Axe. Was habe ich denn gerade für eine? Fire. Achso, ne, dann ist scheiße. Dachte, die könntest du nehmen, aber das ist diese Holzfäller-Axt bloß. Ja, die könnte ich da aber auch nehmen. Gut. Dann. Na, besser als gar nichts. Ach, du hast ja gar nichts. Ich vergesse immer, dass du nix hast. Stimmt. Hier kommen wir nicht rein? Nö. Ich glaube, hier kann auch noch spawnen. Eine Crowbar und was zu essen. Na gut. Das nehmen wir erstmal so mit, die Scheiße hier. Wenn manchmal, wenn ich reconnecte oder irgendwas, dann schmeißt er mein komplettes Inventar wieder durcheinander. Das ist jetzt kacke. Der ordnet das alles irgendwie willkürlich wieder neu an. Das ist echt Mist. Bist du schon drauf? Er lädt. Achso. Dann gehe ich mal in den Turm hier. Eine Mütze. Nehme ich mal eine Mütze statt einer Kopflampe? Ja, sieht cooler aus. Kopflampe kann ich ja mal in den Rucksack packen, noch ist ja Platz. So. Und hoch da. Aber wann war ich denn das letzte Mal in Green Mountain? Das war damals mit Fuzzi und mit dir auf jeden Fall, das weiß ich noch. Wartet noch nicht. Echt, Green Mountain warst du noch nicht? Nee. Okay, mit wem war ich denn da? Ich hätte gedacht, uns nie interessiert. Krass. Na gut, ist ja, sonst, wahrscheinlich. Ist ja sonst eigentlich auch wirklich nicht interessant. Hier ist ja nichts. Auf dem Turm konnte nie was spawnen, ist nie passiert. Von daher. Ah, schöner Ausblick. Oh, ich stehe vor den Toren. Vor den Toren? Und strahlender Sonnenschein. Jetzt da. Vor den Toren? Ich sehe dich nicht. Ich bin drinnen, jetzt bin ich reingerannt. Okay. Hast du hier schon alles jetzt gelootet, da? Wahrscheinlich. Ich habe hier schon ein bisschen durchgeschaut, genau. Da gab es leider nichts. Außer halt die Axt da oben dann. Wo oben? Ja. Ja, wo oben? Achso, hinter der Treppe. Wenn du oben ankommst, dann rum um die Treppe und einmal hinten ran. Am Ende des Ganges. Da guckt nur der Griff durch die Wand. Da musst du ein bisschen gucken. Ich kann in meinen Hals gucken. Ist ja eklig. So. Dim. Weißt du, was cool wäre, wenn man am Rucksack sehen könnte, ob der vollgepackt ist oder nicht? Dass der jetzt quasi wie meiner, das ist ja bloß ein Viertel voll gerade. Oder? Mhm. Na gut, der ist schon halb voll. Aber wenn jetzt wirklich nur ein paar, zwei, drei Sachen drin sind, dass der so wirklich eingequetscht hat, wirkt, sag ich mal. Und wenn der halt knackend voll ist, ist er richtig ausgeholt. Ach so, das ist auch richtig, ja. Ja. Dass du sozusagen als Außenstehender wirklich siehst, lohnt sich das eigentlich, den zu töten dann oder nicht? Kann man da draußen eigentlich. Ach, die Leiter draußen führt auch noch nach oben. Bei dem Turm. Alter, da kann man ganz nach oben gehen. Ob sich das lohnt? Nee, war wahrscheinlich nicht. Willst du das jetzt machen, oder was? Ich weiß nicht. Dann geht's dahin. Naja, hab ich einen guten Ausblick und mehr auch nicht wahrscheinlich. Nee, das dauert mir zu lang, glaube ich. Hab ich keinen Bock. Ich muss mal ganz kurz hier minimieren. Du weißt, wo wir hin müssen. Du weißt, wo wir hin müssen? Ja. Gut. Da? Da lang, ja? Dann mir nach, mein Führer. Okay. Mach ich. Ich würde vielleicht die Axt wegpacken, dann sind wir schneller am Start.